Jetzt bin ich am Überlegen, wann ich das letzte Mal ein Kanal-Update-Video gemacht habe. Und aus dem Grunde mache ich das nun einfach mal, würde ich mal sagen. Ich, wie gesagt, das letzte war im Februar, jetzt haben wir März, beinahe auch schon wieder vorbei. Ich gehe erstmal wieder mit euch in die Analytics und vergleiche diesen Monat, da wir jetzt auch Ende des Monats haben, mit dem Monat vorher. April, März, März habe ich gehabt, März hatte ich nicht mehr gehabt. Und April, ja, ist dann dieser Monat dann. Und im Vergleich habe ich 11% weniger Watchtime. Das heißt, 11% weniger haben meine Videos geguckt. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich habe 10% weniger Aufrufe. Also, ich sag mal, Monat März ist jetzt im Vergleich, im Monat April ist jetzt im Vergleich zu Monat März schlechter. Also es geht immer weiter bergab. Und das finde ich doof. Das finde ich echt doof. Weil ich sehe keine. Zumindest wenn ich da jetzt mal ja, mal so positive jetzt weiß ich nicht, jetzt an der Analytics, wenn ich da jetzt mal etwas aufsteigen sehen würde, wäre das halt schon mal echt cooler, so, ne? Würde mich dann dementsprechend ja, wie sagt man, mehr motivieren. Wir haben 11% weniger Einnahmen, 6% weniger Bewertungen, 26 weniger Dislikes. Jetzt kannst du sagen, gut, letzten Monat hatte ich wesentlich ein Viertel mehr Dislikes, aber generell Bewertungen sind ja schon wichtig, ne? Und wenn du das jetzt hier zusammenfasst, sind in etwa ein Drittel weniger Bewertungen abgegeben worden. Wir haben auch ein Drittel weniger Kommentare, ein Drittel weniger geteilte Inhalte und ich habe wieder ganze 11 Abonnenten verloren. Das heißt, im Monat davor 5 verloren, keine dazu bekommen. Und dieses Mal die haben wir doppelt so viel verloren wie im letzten Monat. Also, sprich, ja, 11 Abonnenten verloren. Ich meine, so geht's doch nie bergauf. Ich muss erstmal einen Druck schlingen, weil ich das schon wieder nicht verkrafte hier. Es macht einen schon runter. Gut. Was mich umso mehr überrascht, ist tatsächlich. Dieses Video. Ich hatte ein Indie-Spiel vorgestellt, Poke Abbey. Das ist ein sehr anzügliches Spiel. Mag ich auch gar nicht, das ist ab 18, von dem her. Ja, wer kann, wer kann. Keine Ahnung. Es ist ja mal klar, ab 18 und sexuell und so, und das gucken die Leute. 71 Likes und 4700 Aufrufe. Das ist. Das ist ganz schön viel. Also. Okay. Das finde ich krass. Das finde ich wirklich krass. Gut, mein Wish-Video hat auch wieder 2000 Aufrufe gebracht. Pirates of the Burning Sea, mein Let's Play. Das ist Teil 1. Folge 1. Ja, tatsächlich. Hat auch schon wieder Aufrufe gebracht. Wie viele Aufrufe hat sie denn jetzt? 11.000 Aufrufe. WTF. Warte, da muss ich mal drauf drücken. Ich meine, gut, wann habe ich es veröffentlicht? Vor 2 Jahren. Heftig. Also ich werde die Tage auf jeden Fall mal weitermachen mit Pirates of the Burning Sea.
Wenn das wirklich so gut ankommt bei euch, warum sollte man das denn nicht weiter fortsetzen im Livestream oder so? Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. 11.000 Aufrufe schon? Wow. Und ansonsten Roblox 200. Ja, gut. Und da hört es auch schon wieder auf, ne? Alles sonst sehr unrelevant. Aber mein Wush-Video hat auch wieder 2.000 Aufrufe mehr gebracht. Vor allen Dingen in einem Monat das Video, also das Spiel, das Video habe ich noch gar nicht so lange hochgeladen. Tatsächlich, 31. August. Gut, die sind auch schon ein paar Monate her, aber wie gesagt, schon echt viel an Aufrufen, hätte ich gedacht. Mein Wish-Video hat einfach schon 69.000 Aufrufe. Ich finde, das ist so, wenn man sich das anguckt, ja, das gibt dann wieder Motivationsschub, das zaubert mir jetzt schon wieder ein Lächeln aufs Gesicht, ne? Jetzt im Vergleich zu den Analytics, die ich jetzt hier insgesamt habe. Naja. Gut. Ja, ansonsten, was gibt's Neues? Was geht momentan so ab auf dem Kanal? Ich werde immer Ende des Monats oder so Update-Video raus. Das würde ich mir irgendwie merken können. Ja, ich habe die Titel wieder abgeändert. Ich benutze diese coolen Striche. Die finde ich optisch eigentlich ganz gut. Untermalen den Titel auch ganz gut. Ja, es gibt oder es gab doch relativ viele Livestreams. Ich bin dabei. Ja, es gibt immer wieder Livestreams zwischendurch tatsächlich. Was mir auch sehr viel Spaß macht. Also die Livestreams, die machen mir sehr großen Spaß auf jeden Fall. Es gibt mehr Star Wars Videos von mir, von meiner Seite aus, ne? Das ist natürlich das, was euch am meisten Spaß macht. Das, was ihr euch am meisten wünscht. Habe ich auch mal eine Umfrage gestartet gehabt mit. Toll. Ich hasse diese Fehlermeldung. Leck mich am Arsch, YouTube. Okay, super. Genau. Mehr Livestreams, mehr Star Wars. Mehr Indie-Spiele gibt es wieder. Ja. Ich werde mir mehr Indie-Spiele raushauen. Ansonsten gab es eigentlich gar nicht so viele Videos, ne? Guck mal, das ist jetzt hier im Monat. Sind vielleicht 20 Videos. Ist jetzt nicht die Welt. Also ist jetzt wirklich nicht viel passiert, sage ich jetzt mal, ne? Kann ich auch nicht viel erwarten. Nun ja, gut, so viel dazu. Okay, mein Stream wird veröffentlicht. Dann ein guter springender Punkt ist, ich habe meinen Zweitkanal wieder zum Leben erweckt. Tatsächlich. Und da mache ich auch wieder Videos drauf. Hin und wieder mal Star Wars Mod. Muss ich mal gucken, wann ich das wieder mache. Fortnite wird auch irgendwie am Wochenende nochmal kommen, denke ich mal. Und dann halt allen möglichen Crap, den ich privat so, ja, momentan gerade so habe. Genau. Nö, ansonsten war's das. Flash Games wird es wieder auch von mir geben. Ansonsten habe ich nicht und nichts weiter. Reicht doch, denke ich mal. Ja, gucken wir mal, was der Monat Mai bringen wird. Ich bedanke mich auch nochmal an alle, die mich supporten. Das muss erwähnt werden. Und an meine ersten Livestream-Spender, die mir Geld zukommen lassen haben. Danke. Ja, auf jeden Fall sehr nett von euch. Gut. Leute, das war's. Wir sehen uns. Macht's gut.